Wir werden heute Action Painting üben, aber kein Action Painting mit Farbe werfen. Wir werden heute sehr ruhigen Action Painting haben und es gibt ein System dazu und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Das wird ganz ruhig, aber es wird ja trotzdem um Dripping-Technik gehen. Also Dripping-Technik heute. Kommt ja sofort ein Name, das ist Jackson Pollock. Jackson Pollock hat ja im 50er sehr intensiv sich damit befasst und er ist einer der teuersten Maler heutzutage. Wenn man jetzt seine Bilder sieht, dann denkt man, das sind so Nudelauflauf. Man sieht ja nicht viel, das ist alles sehr, sehr chaotisch alles. Der war auch sehr, sehr chaotisch und sehr unruhiger Mensch. Und ich habe ja geschrieben, dass wir Action Painting live machen werden. Das heißt, dass wir nicht die Farbe werfen werden, hier geht das natürlich nicht, aber wir werden so ein bisschen die Farbe auf den Leinwand so ganz klein werfen. Und ich habe jetzt natürlich, Jackson Pollock war ja 50er Jahre, er ist Ende 50er gestorben, glaube ich, und seitdem sind wir so 60 Jahre vergangen, die Technik hat sich so ein bisschen entwickelt, ich werde das nicht so genau machen, ich habe so einen Vlog. Ich habe ja was Eigenes dabei entwickelt auch, und damit man ein bisschen mehr sieht als so getropfelte Sachen. Okay? Jetzt würde ich euch bitten, in Gedanken vier Farben auszusuchen. Vier Farben, vier total unterschiedliche Farben. Darf ich ganz kurz deine Leinwand nehmen? Klar. Also, ihr kennt ja von meinem Workshop, dass ich immer erstmal so Grundfarbe, ne? Das ist wichtig, die Leinwand zu grundieren. Jetzt werden wir sowas Ähnliches machen wie grundieren, aber also so auf vier Teile machen, vier verschiedene Farben. Ihr könnt auch ein bisschen abrunden, es muss ja nicht so quadratisch sein, ne? Nicht so rechteckig. Ihr könnt ja so ein bisschen abrunden, also Hauptsache vier Farben sind hier auf einer Leinwand verteilt. Wie ihr das macht, das ist eure Sache. Ihr könnt ja Farben mischen. Es wäre gut, wenn sie unterschiedlich sind, die Farben. Das mache ich, damit wir eine interessante Untergrund haben. Sonst werden wir so tröpfeln und darunter nur eine Farbe ist, sieht ein bisschen langweilig aus. Und das habe ich selbst ausprobiert und das sieht immer sehr interessant aus. Okay? Mhm. Habt ihr verstanden? Weiß ist keine Farbe mehr. Nie weiß. Wir werden mit weißem Lack tröpfeln. Deswegen ist es besser, wenn drunter Farbe ist, weil das ist weiß. Das bleibt weiß, was wir mit Dripping machen, das ist weiß. Deswegen ist es gut, wenn Farbe drauf. Ihr könnt auch schwarz machen. Das ist alles so schwarz, braun. Das sind jetzt zwar einige Farben, aber aus diesen Farben kann man ganze Paletten machen. Kann man mischen. So ein bisschen Action Painting machen, so ein bisschen Farbe werfen und bitte sieht vor, dass es die Farbe nicht so sehr fliegt hier. Also ich meine damit ist Farbe werfen. Ihr habt alle Pinsel, ich
werde jetzt wer überlässt mir die Leinwand, dass ich eine Probe mache? Handprobe. Wer möchte mich? Ja, hier. Ja? Nee, ja, hier. Zu dritten komme ich. So stimmt mir das jetzt nicht. Es ist gut, wenn wir die Farbe so ein bisschen, so 10% Wasser nochmal dazu geben und dann gut umrühren. Sowas. Probieren wir? Ja, das war gut. Das war sehr gut. Wenn es tropft, ist nicht so schlimm. Hauptsache nicht auf dem Boden. Ist das jetzt schon Lack oder ist das noch? Nein, das ist noch Farbe. Zum Lack kommen wir noch. Das ist Lack, aber Acryllack natürlich, das ist kein Harzlack. Acryllack ist verträglicher als Harzlack. Und das riecht nur ein bisschen, Lack riecht immer. Aber ihr werdet gleich verstehen, warum man unbedingt Lack nehmen muss, weil dieses Tropfen, also Dripping, Dripping ist Englisch, wenn man das so rührt, das läuft nach unten. Ja. Farbe läuft nicht. Nee. Farbe tropft ein-, zweimal, das war's. Und der Lack läuft. Und damit hat der gute Jackson auch gearbeitet mit Lacken. Er hat auch Farbe geschmissen, aber sehr viel mit Lack gearbeitet. Ja. Wer hat das schon mal gemacht, sowas? Hat jemand gemacht? Ja. Du hast schon gemacht. Du hast auch schon gemacht. Okay. Jackson dritten. Und damit werden wir jetzt auf die Leinwand einfach so. Einfach so Tropfen und Kreise oder was da entsteht, einfach gucken und die ganze Leinwand voll machen. Und machst du das dann mit diesem Holz? Genau, ich habe euch allen diese Holzstücke gegeben, da ist kein Pinsel drauf und mit dünnerem Teil nach unten. Das dünnere nach unten? Mhm. Und das, damit spielen wir auf der ganzen Leinwand und machen verschiedene Muster, weil hinterher wird es darum gehen, dass wir diese Fläche nochmal mit Farbe ausmalen. Und da entsteht ja sehr interessante Struktur. Ne? Aber erstmal müssen wir nicht gucken, was wir groß oder klein machen, einfach innerer Intuition folgen und einfach, man kann auch so, ne? Man muss ja nicht die gleiche Bewegung machen, man kann auch so werfen. Und bei den Künstlern, die das bis zum Exzess getrieben haben, wie Jackson Pollock, das ist voll. Das ist alles voll bei ihm, ganz voll. Können wir gucken, wie voll die werden.
irgendeine Sache, was euch vielleicht im Leben belastet, und dann wirft ihr diese Sache über die Farbe hinaus, aber es wird nicht weggeschmissen, es landet in einem Zentrum und es wird dann in was Gutes verwandelt. Weil wenn wir das wegschmeißen, alles, was wir in uns haben, gehört auch zu uns, deswegen können wir das nicht ganz wegschmeißen. Das wird irgendwie verwandelt in ein Bild und das kommt als gute Energie zu euch zurück. Okay, jetzt geht es darum, dass wir gewisse Ordnung reinmachen. Gewisse Ordnung. Das heißt, wir werden wieder mit ganz vielen Farben arbeiten. Aber mit vielen Farben müssen wir eine Ordnung schaffen, dass alles miteinander harmoniert. Und was meine ich damit? Wir werden auf diese Napfen oder Becher passen. Napfbecher, also von jeder Farbe könnt ihr so viel, dass wir alles zur Hand haben sozusagen. Wir können das auch natürlich mischen, aber ich zeige jetzt einfach, dass ich das mische. Ich brauche viele Farben, von jeder Farbe überhaupt etwas. Ich verlasse jetzt ein bisschen, ne, Jackson Pollock. Wir machen jetzt nicht Jackson Pollock so sehr. Das ist wie gesagt 60 Jahre her. Seitdem hat sich was getan, in der Malerei, im Leben, in der Politik, in der Technik, in den menschlichen Beziehungen. Deswegen können wir es ein bisschen seinen Weg verlassen. Okay, nimm jetzt einfach mal deinen Pinsel. Und bei dir. Okay, darf ich ganz kurz rangehen an das Bild? Könnt ihr jetzt näher kommen? Jetzt geht es darum, dass wir diese Stellen, okay, kann man jetzt sagen, manche würden sagen, mal nach Zahlen. Gut, ist ja ein bisschen wie mal nach Zahlen, das ist ja so, lacht man aus, so eine Technik. Aber okay, guck mal. Jetzt nehme ich zum Beispiel Grün. Grün würde ich da machen, wo es kein Grün ist. Okay, zum Beispiel hier. Und dann male ich eine Fläche aus. Wo soll ich jetzt was machen? Zum Beispiel hier. Das ist so eine Insel. Ne? Mache ich so eine Insel. So, Moment. Auch hier. Ne? Das ist jetzt grün. Und so arbeiten wir einfach bei jeder Stelle machen wir einfach Farben rein. So hier zum Beispiel, was Dunkles. Hier geht es mehr um Konzentration als werfen und wild sein und so. Das ist völlig egal. Du gehst egal. Auch trotzdem mal über Striche rüber. Ja, natürlich, okay, klar. Okay. Ich dachte, machen. Du nimmst und die Geschichte. Guck mal, jetzt, wenn man so drauf guckt, da ist schon gewisse Räumlichkeit entstanden. Weil diese Stellen, die sind ja oben drauf und drunter ist ja, hier kann man ja was Rundes machen. Und, oder was Weißes zum Beispiel, guck mal, hier kann man ja zwei weiße Herzlein machen. Ja? Ein Herzlein. Und so geht es weiter und weiter, weiter, weiter. Ja? Okay?
Das wird so ein bisschen korallig sein, die Farbe. Und das könnt ihr bei euch gucken, wo wäre sowas möglich. Also guckt. Ja. So. Hm? Sehr gut. Kann man hier so reingehen. Ich mache jetzt ganz schnell und dann kannst du selbst dann so ein bisschen besser ausmalen. Ja. Das können wir auch mitnehmen. Mhm. Es wird dadurch heller. Ja, finde ich gut. Genau. Und das bringt Ruhe, weil natürlich solche Bilder sind tatsächlich sehr, sehr wild und sehr chaotisch. Aber wir müssen einfach beruhigen. Im ersten Teil ging es darum, dass wir uns ausgetobt haben. Jetzt geht es darum, dass wir dann wieder Ruhe ins Bild bringen. Kann man das hier so weitermachen oder hier mit einer anderen Farbe, zum Beispiel mit Gelb oder verändertes Gelb. Ja? Und das bringt sehr viel, finde ich. Sowas. Hier kann man zum Beispiel mit Grün. So mit Grün so weitermachen und hier aufhören oder weitermachen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Okay? Ja.